Naja, gut, müssen wir uns jetzt nicht mit beschäftigen. So, können wir doch irgendwie hoch, oder? Ja. Und hier können wir aber nicht weiter. So, ist wahrscheinlich jetzt ziemlich scheiße, dass diese Tür zugegangen ist. So, sind wir hier auch in einem ziemlich großen Raum. Ganz unten rechts wäre ein Weg hinaus. Wäre mir ganz lieb. Im Prinzip, wir haben ja Crate und Ridley besiegt. Im Prinzip wäre ja unser nächstes Ziel eigentlich, dass wir nach Turion gehen. Ach, scheiße. Kommen wir nicht durch, oder? Nee. Schade, dass wir keine Wave-Missiles haben. Die würden uns jetzt weiterhelfen. Wäre genau das Richtige. Aber naja. Damit. Naja, da geht's auch nicht weiter. Könnte möglicherweise sein, dass der. Ach Mann, wo kommst du schon wieder her? Könnte möglicherweise sein, dass der Schalter da oben. Oh Gott. Dass der Schalter da oben diese Tür öffnet. Könnte sein, aber ich weiß es natürlich nicht. So. Ja, ach ja, super. Das war genau das, was ich mir gewünscht hatte. So, dann wollen wir mal hier schnell verschwinden und ja, laufen genau in einen von diesen Affen rein. Wahrscheinlich müssen wir den gleichen Weg jetzt auch zurück, oder? Ah ne, zum Glück nicht. Ja, oder doch? Oder wir hätten von Anfang an... Ah ne, der stand vor diesem Block, also... Aber zumindest können wir hier dann dazu zurückgehen. Ja, geil, ey. Oh Mann. Jetzt eigentlich echt nur Bock hier nochmal zu sterben. Ja, geht hier auch wieder nicht anders lang. Ah, okay, jetzt ist diese Laserschranke weg. Ah ja, okay, war tatsächlich für das Tor. Oh, scheiße, wir sind schon wieder so fast auf letzte Rille, ey, Mann. Ich werde mal versuchen, an die Ladestation ranzukommen. Sollten wir eigentlich hinkriegen, oder? Ja. Ah, okay, sehr gut. Alles klar. Wäre eigentlich auch gut. Ja, wir können hier zurückgehen, um zu speichern. Das ist noch eine bessere Idee. Okay, jetzt kann ich zumindest mal wieder beruhigt sterben. So. Gut, dass wir diese Wege hier gefunden haben. So haben wir uns doch sehr viel Ärger und Arbeit erspart. Na gut. Ja, alles klar. Wollen wir mal eben gucken, ob sich durch diese Betätigung dieses Schalters hat sich hier wahrscheinlich nichts geändert. Das wollte ich nämlich kurz nochmal nachprüfen.
Gut, dann können wir jetzt wieder dahin zurück. So. Gut, dass wir nochmal drauf geschossen haben. Oh Mann, ey. Die wollen es auch. Die wollen es einen auch echt so beschissen wie möglich machen. Also, ich will jetzt ja nicht sagen Rom-Hacks in einer Nutshell, weil das wäre unfair, aber so jetzt auf das Schiff hier trifft das echt wirklich zu. Oh Gott. Nein! Alter Verwalter, ey. Naja, okay. Ja, super, ey. Ich glaube, das werden wir nicht überleben. Alles voll mit den Drecksviechern. So, da oben geht's wieder zurück. Aber da hinten am Ende dieses Raums ist eine Speicherstation. Die würde ich sehr gerne erreichen, ohne dass wir das hier versauen. Speedbooster. Ja, okay, ist machbar. Oh, ah, da ist auch noch eine Aufladestation. Ja, okay. Hat man vielleicht doch besser drauf geachtet oder das dahingesetzt, als ich vermutet hatte. So, volle Energie und abspeichern. Sehr gut. Ja, wir machen Fortschritte. So, dann kommen wir gleich in... Hoppala, ich wollte gerade sagen, kommen wir gleich in einen Raum, in einen großen hier, wo wir nach draußen kommen zumindest mal. Aber ist natürlich hier auch Fehlanzeige, dass diese Piraten hier nicht mehr da sind. Da oben wäre ein Ausgang, der uns in einen anderen Bereich führen würde. Aber natürlich ist ja nicht so ohne weiteres zu erreichen, gehe ich mal von aus. Ah. Nicht, dass das jetzt irgendwie der falsche Weg ist. Aber muss es, ja, also gut, ist wahrscheinlich, oder es ist der falsche Weg und der andere Weg dahin ist von der Karte einfach nicht eingezeichnet worden, bis wir da lang gehen. Die werden jetzt echt super nützlich. Keine Frage. Oh Mann, mir rutscht mein Headset hier weg. okay, geht so. So, speichern wir eben wieder ab. Ja, es wäre da hinten noch ein Weg. Ist, wie weit wir da lang gehen könnten. Ich weiß gerade nicht. Ach Mann, ey. Ich weiß gerade jetzt irgendwie nicht, wie wir das machen sollen, weil ich auch noch... Ey, das ist meine Fresse nochmal, ey. Oh ja, geht doch. Ist doch gar nicht so schwer. Gucken wir uns mal hier oben auch, wenn es ein bisschen gefährlich ist und es uns überhaupt gar nicht nützt. Gar nichts nützt. Ah, okay, das ist dann hinter dieser Tür.
Müssen wir irgendwie mal schauen, ob wir irgendwie ganz unten möglicherweise da noch weiterkommen. Da wären ja auch noch mehrere Ausgänge. Sind sowieso gleich tot. Dass wir vielleicht zumindest noch rausfinden können, ob das da unten der richtige Weg ist. Nein, weil hier kommen wir gar nicht mehr weiter. So, können wir genauso gut den Spielstand neu laden. Das ist die schnellere Methode, hätten uns auch töten lassen können, aber... das ist eigentlich die beste Methode hier. Also müssen wir uns wahrscheinlich wohl nochmal rechts da irgendwo umsehen. Und da muss möglicherweise ein Durchgang sein. Ach, scheiße. Oh Mann, wartet nur ab, wenn ich den Plasma-Beam habe. Ich werde genießen, euch... eure nicht vorhandenen Haare zu frittieren. Und zwar bei jedem Einzelnen, das könnt ihr mir glauben. Sehe ich einfach nur wieder was, wie das hier schon immer der Fall war. Okay, da oben. Da hinspringen. Ah, das sieht doch noch was aus. Ah ja, okay. Ja. Oh Gott. Schnell hinfort. Okay, da ist jetzt zu. Da oben. Kleines Lüftungsgitter. Ah ja, okay, alles klar. Sauber, endlich kommen wir hier raus aus diesem Drecksloch. Ja, und kommen in den Chozo-Tempel, wo natürlich noch mehr von denen sind, die wir nicht ausweichen können. Ja, super. Na gut, hätten wir ja wissen müssen, dass der direkt beim Schiff in der Nähe ist. Ist ja im Original auch der Fall. Rückfahrschein. Oh Mann, ja, riesiges Gebiet. Chozodia. Waren wir ja schon mal ganz am Anfang des Spiels. Das ist dieses kleine Stückchen von der Karte, was wir da gesehen haben. Und apropos Karte, jetzt haben wir die Karte von dieser Gegend. Heilige Scheiße, Mann, ja. Komische Symbole da, diese Art Gesichter oder so. Zwei Stück von denen, keine Ahnung. Werden wir wahrscheinlich irgendwann rausfinden müssen. Vielleicht ein Miniboss oder so, oder... Jetzt keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ah ja, klar. Fliegen können die. Fliegen können die echt. Scheiße.
denn da jetzt wieder drin? Ah, oh, super! Ach, jetzt auch noch in der fliegenden Variante. Das hat sich da drin versteckt. Ah, ja, klar. Und da ist natürlich auch noch wieder Boden, wo wir sofort durchbrechen. Das den Speedbooster brauchen wir da. Ja, klasse. Ja, da wir den Arsch nicht mehr aus dem Weg räumen können, können wir uns auch genauso gut töten. Denn sonst werden wir da nämlich nicht mehr langkommen. Müssen wir jetzt zwar ein großes Stück nochmal bewältigen, aber wir wissen zumindest, wo wir lang müssen. Und wir müssen in diesem Weg anlaufen. Ich hoffe mal, ich hoffe da ganz dringend drauf, dass wir mit den Speedboostern die Kerle platt machen können. Weil sonst wird es ja nahezu unmöglich, da auf Geschwindigkeit zu kommen. Natürlich. Muss man auch jetzt mal wieder wissen. Naja, gut. Scheiße, Mann. Oh Gott, ey. Schon wieder so viel Energie eingebüßt. Karte.